Guten Tag. Willkommen zu noch einer Videolektion für die deutsche Sprache. Dobar dan i dobrodošli u još jednu videolekciju za njemački jezik. Ova videolekcija namijenjena je učenicima 5. razreda osnovne škole, a naša današnja tema je ljetni praznici. Unser Thema heute ist Sommerferien. Ja sam Alenka Taslak i današnji sat provest ćemo zajedno. Wie immer brauchen wir heute ein Heft, einen Bleistift und ein Gerät mit dem Internetzugang. Kao i uvijek i danas trebamo bilježnicu, olovku i uređaj koji ima pristup internetu kako biste u svakome trenutku mogli pauzirati video snimku ako je pratite putem YouTube kanala Škole za život. Na kraju današnjega sata moći ćete izdvojiti bitne informacije iz slušanog teksta na temu ljetnih praznika te napisati kratak sastav na temu ljetni praznici. Heute sprechen wir über Sommerferien. Du hörst das Wort Sommerferien und woran denkst du? Bist du glücklich, dass es keine Schule mehr gibt, keine Hausaufgaben, keine Tests? Und das bedeutet keine Sorgen. Du kannst lange schlafen. In den Sommerferien kann ich endlich machen, was ich will. Ich freue mich auf etwas, was in der Zukunft passieren soll. Und ich kann es kaum erwarten. Za vrijeme ljetnih praznika napokon mogu raditi što želim. Veselim se nečemu što će se dogoditi tek u budućnosti i ne mogu to dočekati. Es gibt einen Spruch. Vorfreude ist die schönste Freude. U njemačkom jeziku postoji izreka. Najljepša radost je ako se radujemo nečemu što tek treba doći. Es ist besonders schön, wenn wir uns auf etwas freuen, was zum Beispiel erst morgen passieren soll. Oder nächsten Monat, Juli. Oder erst im August. Freust du dich schon auf Spaß am Wasser diesen Sommer? Veseliš li se već sada unaprijed zabavi na vodi ovoga ljeta? Fährst du ans Meer? Putuješ li na more? Fährst du an die Adria? Putuješ li na naše Jadransko more? Oder bleibst du zu Hause? Ili ostaješ kod kuće? Spielst du dann im Schwimmbecken? Das Schwimmbecken bedeutet Basen. Man kann in einem Schwimmbecken spielen oder schwimmen. Falls du kein Schwimmbecken hast, kannst du in einer Wassermuschel spielen. Die Wassermuschel, ogromna plastična posuda, koja ima oblik velike školjke. Zbog toga i dobila taj naziv, die Wassermuschel. Wasser bedeutet voda, die Muschel školjka. Ako posudu napunimo pjeskom, za nju možemo upotrijebiti i izraz die Sandmuschel. Freust du dich schon auf die Aktivitäten im Freien? Veseliš li se već sada aktivnostima na otvorenom? Hier sind einige Beispiele. Wir können in den Bergen wandern. Možemo planinariti. Ili ako bismo doslovno prevodili, pješačiti u planinama. Wir können auch zelten. Možemo kampirati. Seil springen. Preskakati uže. Und angeln. I pecati. In dieser Zeit nach Corona sind diese Aktivitäten sicher. U ovom vremenu nakon korone su ove aktivnosti sigurne. Es gibt noch mehr Aktivitäten im Freien, die in dieser Zeit nach Corona sicher sind. Postoje još aktivnosti na otvorenom koje su u ovo vrijeme nakon korone sigurne. Manche sind doch ein bisschen gefährlich. A neke su ipak pomalo opasne. Pogledajmo zašto. Auf einer Wildwasserfahrt sein. Biti na vožnji brzacem. Brzac je rijeka koja brzo protječe. To je isključivo njemački izraz za pojam koji na engleskom svi znamo. Das Rafting machen. Svi smo čuli za rafting. Rudern. Veslanje. Im Garten arbeiten. Raditi u vrtu. Das ist doch sicher. Tiere füttern. Hraniti životinje. I to je sigurno.
Im Freien können wir noch mehrere Aktivitäten machen, wie zum Beispiel einen Spaziergang durch den Park machen, šetati se kroz park, joggen, trčati, turnen im Park, vježbati u parku. Was kann man in einem Adrenalinpark machen? Što se može raditi u jednom adrenalinskom parku? Sada nam dolaze izrazi koji su slični u hrvatskom i u njemačkom i u engleskom jeziku, pa vjerujem da ćete ih razumjeti. Man kann die zipline entlangrutschen. I u hrvatskom jeziku koristimo riječ zipline, odnosi se na uže. Dakle, može se spustiti užetom. Man kann paintball spielen. Može se igrati paintball, te paintball. Isti izraz imamo i u hrvatskom jeziku. Kao i laser tag spielen, te laser tag, isti izraz u hrvatskom. Freust du dich schon auf Spiel und Spaß mit deinen Freunden und Verwandten? Veseliš li se već sada unaprijed igri i zabavi sa svojim prijateljima i rođacima? Was kannst du mit deinen Freunden und Verwandten machen? Du kannst mit deinen Freunden und Verwandten Brettspiele spielen oder Karten spielen. Možeš s njima igrati društvene igre ili kartati. Du kannst mit deinen Freunden abhängen. Možeš se družiti s prijateljima. Dakle, ne raditi ništa posebno, nego samo provoditi vrijeme s njima. Du kannst ein Picknick machen. Das Picknick, imamo istu riječ na hrvatskom, piknik. Oder du kannst grillen, roštiljati. Zu Hause kannst du am Computer spielen. Kod kuće se možeš igrati na računalu. Du kannst auch morgens ausschlafen, ujutro se možeš naspavati, ein Buch lesen, čitati knjigu, oder sich erholen, ili se odmoriti. A sada u svoj internet preglednik utipkajte poveznicu bit.ly/ Zomaferien 5 ili skenirajte QR kod kako biste riješili sljedeći zadatak. Vaš zadatak je spojiti zvučnu i slikovnu karticu. Klikom na audio poslušate riječ. Ein Buch lesen. Riječ možete poslušati koliko god puta želite, tako što ponovno kliknete na nju. Ein Buch lesen. Ein Buch lesen. Ako spojite pogrešan par, nije problem. Klikom na spoj između zvučne i slikovne kartice, one će se razdvojiti i možemo spojiti točan par. Nakon što spojimo točan par, on će nestati s ekrana kako biste imali više prostora za rješavanje ostalih primjera. Sretno! U svoj internet preglednik utipkajte poveznicu bit.ly/zomaferien5a ili skenirajte QR kod kako biste ponovili izraze na njemačkom jeziku tako što ćete kliknuti na točnu riječ od tri ponuđene iznad samog izraza. Sada ćemo poslušati što nam Tea kaže o svojim ljetnim praznicima za ovu godinu. Tijekom slušanja obrati pažnju na sljedeće rečenice, a tvoj zadatak je richtig oder falsch, korigire die falschen Sätze, točno ili netočno, ispravi netočne rečenice. 1. Thea freut sich auf die Aktivitäten im Freien. 2. Thea und ihre Freunde angeln. 3. Thea liest Bücher in den Bergen. 4. Thea arbeitet im Garten und füttert Tiere. Hallo, ich bin Thea. Ich sage euch, wie ich meine Sommerferien verbringe. Diesen Sommer bleibe ich zu Hause. Und warum? Jetzt nach der Corona-Zeit ist es besser so. Das ist meine Meinung. Ich freue mich schon auf die Aktivitäten im Freien. Meine Freunde und ich wandern in den Bergen und zelten. Aber wir angeln nicht. Wir machen sehr oft Picknicks und wir grillen jedes Wochenende. Ich mag auch Spaziergänge durch den Park und ich jogge gern. Aber ich mag keine Adrenalinparks. Lieber arbeite ich im Garten und füttere Tiere. Zu Hause ist es am schönsten. Ich kann morgens ausschlafen und ich kann mich gut erholen. Ich spiele nicht am Computer. Lieber lese ich Bücher in meinem Zimmer oder draußen am Gartentisch. Ich freue mich echt auf meine Sommerferien.
Schauen wir uns die Lösungen an. Der erste Satz: Der freut sich auf die Aktivitäten im Freien. Dieser Satz ist richtig. Der zweite Satz: Der und ihre Freunde angeln. Der Satz ist falsch. Sie angeln nicht. Der dritte Satz: Der liest Bücher in den Bergen, ist falsch. Sie liest die Bücher in ihrem Zimmer oder draußen am Gartentisch. Der vierte Satz: Der arbeitet im Garten und füttert Tiere. Dieser Satz ist richtig. Sada je vrijeme da pauzirate video snimku, ako je pratite putem YouTube kanala Škole za život. Premotate je nazad i poslušate još jednom što kaže Teja u svojim ljetnim praznicima za ovu godinu, kako biste mogli odgovoriti na sljedeća pitanja. Wo verbringt Teja ihre Sommerferien? Was macht sie mit ihren Freunden in Sommerferien? Was kann Teja zu Hause machen? Hier sind die Antworten. Teja verbringt ihre Sommerferien zu Hause. Teja und ihre Freunde wandern in den Bergen, zelten, machen Picknicks und grillen jedes Wochenende. Teja kann zu Hause morgens ausschlafen und sie kann sich gut erholen. A ovdje možete pogledati što je Teja rekla. Jetzt ist die Zeit für deine Hausaufgabe. Du sollst einen kurzen Aufsatz über das Thema meine Sommerferien schreiben. Du sollst von 40 bis 50 Wörtern schreiben. Du sollst auch erwähnen, ob du irgendwohin fährst oder zu Hause bleibst. Schreibe auch über Spaß am Wasser, Aktivitäten im Freien, Spiel und Spaß mit Freunden und Verwandten und Aktivitäten zu Hause. Vrijeme za zadaću. Trebaš napisati kratak sastav na temu Moji ljetni praznici. Trebaš napisati od 40 do 50 riječi i spomenuti putuješ li negdje ili ostaješ kod kuće. Također trebaš pisati o zabavi na vodi, aktivnostima na otvorenom, igri i zabavi s prijateljima i rodbinom te aktivnostima kod kuće. Das ist doch nicht alles. Du hast noch eine Hausaufgabe. Und diese ist meine Sommerfotos. In deinen Sommerferien sollst du die Fotos machen und diese Fotos sammeln. Du sollst also ein Fotoalbum machen. In diesem Fotoalbum sollen die folgenden Fotos sein: Spaß am Wasser, Aktivitäten im Freien, Aktivitäten zu Hause, Aktivitäten mit meinen Freunden und Verwandten und das Beste am Sommer. Wenn du keine Fotos machen kannst, ist es gar kein Problem. Du kannst auch selbst was zeichnen. Das nächste Schuljahr sollst du dieses Fotoalbum zu deiner ersten Deutschstunde mitbringen und du sollst den anderen in deiner Klasse über deine Sommerferien und über diese Fotos erzählen. Dakle, ovo nije sve. Imate još jednu zadaću. A druga zadaća je moje ljetne fotografije. Dakle, trebate slikati i prikupljati slike u jedan fotoalbum. U njemu trebaju biti sljedeće fotografije: zabava na vodi, aktivnosti na otvorenom, aktivnosti kod kuće, aktivnosti s mojim prijateljima i rodbinom i najbolje od ljeta. Ako ne možete slikati fotografije, nije problem, možete i sami nešto nacrtati. Zadatak je te fotografije sakupiti u jedan album ili ono što ste nacrtali i donijeti na prvi sat njemačkog jezika sljedeće školske godine, te ostavimo u razredu i ispričati nešto o svojim ljetnim praznicima i o vašim fotografijama. I na kraju vrijeme za samoprocjenu. Jeste li u potpunosti zadovoljni svojim postignućima? Jeste li djelomično zadovoljni? Ili smatrate da na određenom području još trebate poraditi? Ta područja su: mogu izdvojiti bitne informacije tijekom slušanja teksta na temu ljetni praznici. Mogu napisati kratak sastav na temu ljetni praznici. Das war alles für heute. Tschüss!